Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. So, wir müssen mal rausfinden, was hier abends passiert ist. Gott sei mit dir. Bist du Bruder Nebulas? Nee, ist der Kellerer. Das ist so einer, der uns nicht erwischen dürfte. Da ist noch einer. Da müssen wir aufpassen, dass sie uns nicht schon wieder erwischen. Das ist ein normaler Bruder. Was möchtest du? Nix. Was ist mein Tagesplan gerade? Ach so, wir müssen das Blut noch abholen, ne? Okay, eigentlich brauchen wir hier gar nichts mehr machen, ne? Geh ins Skriptorium, melde dich beim Bibliothekar. Der war hier oben, glaube ich. Ja. Sehr gut. Wo ist er denn? Mönch? Mönch? Da. Ah, Gregor. Reden wir. Ich wäre dann hier. Wer wäre dann hier? Ich habe dich erwartet. Ach, müssen wir wieder schreiben? Okay, versuchen wir unser Glück. Dinka. Sieht alles nicht so ganz richtig aus. Dikta. Machen wir das. Wo haben wir denn das? Jetzt weiß ich nicht, finde ich nicht mal das, wo das anfangen könnte. Der Omnibus. Atumo. Keine Ahnung, was davon richtig ist. Aber ich habe meine Zweifel, dass das arg viel besser ist als letztes Mal. Kann es kaum glauben. Herr im Himmel, so viele Fehler. Ja, passiert. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen lesen. Kann ich hier lesen? Da können wir lesen.
Nicht, dass ich es lesen könnte. Mit der Schrift tue ich mir so extrem schwer. Da können wir nur... Okay, jetzt müssen wir runterschleichen und Blut holen. Oder wir gehen nochmal pennen, dass wir munter sind. Hier ist aber gerade keiner. Was sehr gut ist, weil dann könnte ich hier gerade Blut? Ist das Blut da? Eine Seite fehlt uns immer noch. Ich dachte, das wäre die... Hier im Dings. Aber hier ist nichts. Dann gehen wir erstmal pennen. Ups, der darf uns nicht erwischen. Kriegen wir nämlich Ärger. Sehr gut, gehen wir hier erstmal pennen. Und dann können wir nämlich noch gucken wegen dem nächtlichen Gelage, was hier unten stattfindet. So, schlafen. Dann können wir uns das nämlich angucken, was da denn so vor sich geht. Ich hoffe mal, dass 20 Uhr nicht zu spät ist. Aber dürfte eigentlich nicht. Ist eher zu früh. Aber wir haben schon mal ein paar Stunden geschlafen, dann ist es auch nicht verkehrt. Das ist absolut kein Fehler. Wir müssen noch mal in die Kirche. Hier sind wir noch zu früh. Dann gehen wir gerade mal zur Messe. Salve, Gott lob. Ist die gerade noch? Haben wir gerade verpasst. Mischt. Da muss ich wieder aufpassen, weil da ist wieder der Typ mit der Kapuze. Und das ist gar nicht gut, wenn der uns sieht. B war die Messe, oder? Täglich grüßt es, leg dich schlafen. Haben wir grad? Nächtliches Gelage. Genau, das müssen wir herausfinden. Und da brauchen wir noch... Kehre zu Antonius zurück, genau, das müssen wir noch machen. Verlorene Seiten, das kann weg, das brauchen wir. Finde die Zerrissenen, eine fehlt noch, eine einzige fehlt noch. Hm.
Ich habe gerade überhaupt keine Idee, wo die sein könnte. Ich dachte echt, dass die im... hier im Dings wären. Gott sei mit dir. Bruder. Mist. Wo warst du während der Messe? Weißt du denn nicht, dass die heilige Messe das Fundament ist, auf dem dein Leben hier aufbaut? Du hast recht. Entschuldigung. Das ist jetzt deine dritte Verwarnung. Weißt du, was das bedeutet? Einen Tag in Einzelhaft. Also gut, Bruder. Ich nehme meine Strafe an. Und nun zeig mir, was du bei dir trägst. Okay, hoffentlich ich haben wir... muss alles konfiszieren, das in einem Kloster kriegen wir nicht jetzt schon wieder Stress. Zumindest haben wir kein Messer dabei. Das war schon mal okay. Aber müssen wir jetzt nochmal einen kompletten Tag durchführen. Naja. Das ist natürlich nicht so schön. So, aber mehr als ein Tag, wenn ich das mal so anmerken darf. Der Hund ist weggelaufen. Okay. Ups. So, wir haben erstmal die tägliche Aufgabe hier. Friede sei mit dir, Bruder. Danke. Frage ist, habe ich jetzt noch das Blut und sowas dabei? Oder müssen wir das wieder neu bestellen? Inventar. Ne, haben wir noch. Sehr gut. Hat keinen Stress gegeben. Okay, hier scheint unser Platz zu sein. Sehe ich das richtig? Also hier sehe ich es gar nicht. Okay. Müssen wir das Thema Messe nochmal durchmachen. Ich hoffe, der sieht mich jetzt, dieser komische Typ. Nicht, dass er beim Frühstück wieder meckert. Ich wäre nicht da gewesen oder so. Ich bin nämlich da. Yeah.
So, diesmal haben wir an der Messe teilgenommen. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch eine Idee, wo noch die letzte Seite sein könnte. Wir haben nämlich noch einen Raum gar nicht angeschaut. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hinter der Bibliothek gibt es noch einen. Da waren wir, glaube ich, nämlich noch gar nicht drin. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine. Dann dürfen wir uns da natürlich unter keinen Umständen erwischen lassen. Das können wir vielleicht gerade machen, kurz bevor es zum Frühstück geht. Dass wir dann schon mal hochgehen. So meine Idee. Hier, ihr verkalkten drei da. Guckt, ich bin da. Wann geht's los? Müssen gerade noch warten, bis die ersten hier durchstarten. Vorher dürfen wir nämlich, glaube ich, auch nicht. Zumindest nicht ohne Stress zu kriegen. Ich weiß gar nicht, kriegen wir jetzt wieder drei Verwarnungen oder heißt es jetzt, gleich bei der ersten Verwarnung ins Loch. Das ist hier noch die große Frage. Guck, ich bin hier. Na, worauf wartet ihr denn? Okay, die gehen alle, dann dürfen wir doch jetzt auch, oder? Hoffe ich doch. Was? Warum? Bestimmt am Schluss mit heiliger Lesung beschäftigt sein. Und so meinen wir, durch folgende Verfügung die Zeit für beides ordnen zu können. Von Ostern bis zum 1. Oktober. So. Da ist nichts drin. Aber hier gibt es nämlich noch einen. Shit, da ist einer. Da kommen wir jetzt nicht rein. Okay, Versuch war es wert. Da müssen wir. Bruder? Wo kommst denn du her? Während der Messe? Weißt du denn nicht, dass die Heilige Messe das Fundament ist, auf dem dein Leben hier aufbaut? Ich stand recht, dort. Das ist deine erste Verwarnung. Mach das nicht nochmal. Ich war in der Messe. Ich war in der Messe. Er mache alles Gute und Heilige mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar.
Einsichtigen Jüngern wird er die Gebote des Herrn mit Worten darlegen. Hartherzigen aber und einfältigen. Wir waren in der Messe. Was muss ich tun, um dass er das anerkennt? Was er seine Jünger lehrt, dass man nicht tun darf, was mit dem Gebot Gottes unvereinbar ist. Sonst würde er anderen. Das ist noch die große Frage. Der Abt bevorzuge im Kloster keinen wegen seines Ansehens. Den einen liebe er nicht mehr als den anderen, es sei denn, er finde einen, der eifriger ist in guten Werken und im Gehorsam. Auf keinen Fall darf er darüber hinwegsehen, wenn sich jemand verfehlt. Vielmehr schneide er die Sünden schon beim Entstehen mit der Wurzel aus, so gut er kann. Er soll daran denken, dass ihm sonst das Schicksal des Priesters Heli von Shiloh droht. Rechtschaffene und einsichtige weise er einmal und ein zweites Mal mit mahnenden Worten zurecht. Boshafte aber, hartherzige, stolze und ungehorsame soll er beim ersten Anzeichen eines Vergehens durch Schläge und körperliche Züchtigung im Zaum halten. Er kennt doch das Wort der Schrift, ein Tor lässt sich durch Worte nicht bessern. Und auch dieses, schlage deinen Sohn mit der Rute, so rettest du sein Leben vor dem Tod. Die Regula Benedicti, Kapitel 48. Die Ordnung für Handarbeit und Lesung. Müßiggang ist der Seele Feind. Deshalb sollen die Brüder zu bestimmten Zeiten mit Handarbeit, zu bestimmten Stunden mit heiliger Lesung beschäftigt sein. Und so meinen wir, durch folgende Verfügung die Zeit für beides ordnen zu können. Von Ostern bis zum 1. Oktober verrichten sie morgens nach der Prim bis ungefähr zur 4. Stunde die notwendigen Arbeiten. Von der 4. Stunde aber bis zur 6. sollen sie frei sein für die Lesung. Nach der 6. und der Mahlzeit sollen sie unter völligem Schweigen auf ihren Betten ruhen. Will aber einer für sich lesen, dann lese er so, dass er keinen anderen stört. Die Nonnen werde früher gehalten, zur Mitte der 8. Stunde. Dann gehen sie bis. Ja, wir sind am Essen, ne? Oder empfindlichen Brüdern werde eine passende Beschäftigung oder ein. Jetzt müssen wir halt warten, bis es fertig ist, bevor wir da wieder Stress kriegen. Ich weiß gar nicht, was ich mit der Messe machen muss. Dass das als solche anerkannt wird. Weil wir können ja nicht viel mehr tun, als dahin gehen. Und ich war ja dort. Muss seinen Jüngern in zweifacher Weise als Lehrer vorstehen. Er mache alles Gute und Heilige. Ich habe echt keine Ahnung, was wir da tun können. Einsichtigen Jüngern wird er die Gebote des Herrn mit Worten darlegen. Hartherzigen aber und einfältigeren wird er die Weisungen Gottes durch sein Beispiel veranschaulichen. In seinem Handeln zeige er, was er. Ja, und jetzt müssen wir wieder bis in die Nacht warten, ne, und uns möglichst dabei nicht erwischen lassen. Sonst würde er anderen predigen und dabei selbst verworfen werden. Der Abt bevorzuge im Kloster keinen wegen seines Ansehens. Den einen liebe er nicht mehr als den anderen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und vor allen Dingen muss ich die komische Buchseite noch kriegen, ne? Aber das. Auf keinen Fall darf er darüber hinwegsehen, wenn sich jemand verfehlt. Vielmehr schneide ja, die morgige Messe schwänzen wir dann. Wenn wir eh dafür Stress kriegen, können wir sie auch gleich schwänzen. Alles andere macht keinen Sinn. Weise er einmal und ein zweites Mal mit mahnenden Worten zurecht. Boshafte aber, hartherzige, stolze und ungehorsame soll er beim ersten Anzeichen eines Vergehens durch Schläge und körperliche Züchtigung im Zaum halten. Er kennt doch das Wort der Schrift, ein Tor lässt sich durch Worte nicht bessern. Und auch dieses, schlage deinen Sohn mit der Rute, so rettest du sein Leben vor dem Tod. Das ist ein sehr alt, konservative Gedankengänge. Schläge helfen nicht wirklich. Die Szenen, die ziehen sich hier ganz schön. Die ziehen sich richtig so. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Hi, Bruder Nevelas.
Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Heute sollst du 2 Tränke brauen, die die Verdauung anregen. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Okay. Verdauungstränke. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid das nächste Mal mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.